Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar wollen wir wieder ein bisschen Gold raus wasten. Und dazu habe ich mich schon ein wenig im Auktionshaus gesehen, so rum. Und ja, hier auf Main, auf Blackmoor, sind jetzt nicht sonderlich viele Items drin, 62, die noch interessant sein könnten. Und ich wollte ja immer jetzt Items kaufen bis 50.000, egal was es ist, und bis 200.000 halt Removede, so ein bisschen World Drops und solche Geschichten, ne? Removede brauche ich schon noch einige, World Drops sind es mittlerweile nimmer so viel, da können wir auch mal hier in die Tabelle reinschauen. Jetzt gucken wir mal, ziehen wir die einmal rüber. Mittlerweile sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 World Drops. Hier dann noch so ein paar aus diesen Kisten raus, die setze ich den World Drops gleich, das Fishing-Ding auch. Und sonst, ja, sind es noch ein paar Sachen jetzt aus Dungeon und Raids. Und hier unten sind dann die ganzen Removeden. Und ja, da ist es noch tatsächlich einiges. Gut, so viel zu der Liste. Die habe ich euch übrigens auch verlinkt. Und falls ihr dann irgendwas habt, was interessant sein könnte, könnt ihr mal nachschauen. Dann nehme ich euch das vielleicht für das ein oder andere Goldstück ab. Gut, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ich habe hier ein Item gesehen aus dem Mausoleum, aus dem LFR für 39.000. Das kaufen wir ohne groß nachzudenken. Das Gute ist, hier auf Blackmoor habe ich mittlerweile alle möglichen Rüstungsklassen, auch auf Max-Level und kann das dementsprechend auch lernen. So, also, dann haben wir schon mal das Erste. Hier gekaufte Items will ich rausnehmen. Das tragen wir dann auch schon mal in meine Liste ein. Jetzt muss ich gucken, wie heißt das genau. Hier Schulterstücke der möglichen Nachleben. Das ist das aus dem LFR. Tragen wir das auch noch mit ein. LFR. Und das waren 39.000 Gold. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ich habe schon auf einem anderen Server auch noch gescannt. Und zwar auf Antonidas. Und hier sind insgesamt 43 Items drin. Dort haben wir ein Stoff-Item aus dem Schloss Nastria. Und zwar hier Schicksalshaft HC 291. Und das kostet einmal 45.000. Also wir sind auch unter der... Wait, warum kann ich das jetzt hier für 39.000 kaufen? Ist da noch ein günstigeres drin? Lol, okay, ich habe das jetzt günstiger gekriegt. Das war für 45.000 angezeigt, aber ich konnte jetzt eins für 39.000 kaufen. Ja gut, also wenn wir 5.000 sparen können, dann passt das doch. Ja, das haben wir jetzt für 39.999 gekauft, also quasi 40.000. Und das ist quasi dann ein Stoff-Item aus dem HC. Das schreibe ich auch noch mit dazu, weil ich muss das dann später aus den anderen Listen noch austragen. Das werden wir dann noch rüberschicken. Ich bin aber auch noch im Überlegen, ein anderes Item zu kaufen, ne? Ich wollte ja bis 200.000 auch die removeden Sachen kaufen, beziehungsweise World-Drop-Geschichten. Hier ist jetzt eins drin, die Feuerzwirren-Stiefel. Das ist für 220.000 drin. Und ich bin so ein bisschen hin und her am Überlegen, lohnt sich das nicht. Und ich habe die jetzt mir einmal rausgesucht, die Schuhe. Und die sind tatsächlich EU-weit am günstigsten auf Antonidas drin, ne? Für 220.000. Danach gibt es noch eins hier für 245 auf auch in Dune. Und dann geht es hier weiter mit quasi im halben Goldcap, ne? Bis zu, keine Ahnung, Goldcap und aufwärts, ne? Ja, also deswegen, ich glaube, die kaufe ich mir hier. Scheiß drauf. Kaufen wir die Schuhe, dann sind die schon mal weg. 220.000. Tragen wir das auch noch in die Tabelle mit ein. Und dann schauen wir mal. Das ist auch ein Stoff-Item gewesen, oder? Ja, genau. Also ich wundert, dass es hier so ein bisschen hängt. Ich bin aktuell mit 4 Accounts online und ich sag mal so, man merkt es. Nebenbei noch ein bisschen an dem Pre-Event dran. Das bringt dann noch ganz gut EP, da kann man das nebenbei so ein bisschen mitnehmen. So, die haben wir jetzt für 220.000 gekauft und dann sind wir jetzt nach den ersten beiden Servern einmal angelangt bei insgesamt knapp 300.000, die wir ausgegeben haben. Mal gucken, was wir jetzt noch auf den anderen Servern so finden. Ich habe mir beim letzten Mal noch aufgeschrieben, hier, das habe ich extra drin gelassen, da wollte ich mir Sachen auf Servern kaufen, wo ich keinen Char habe. Da habe ich mir Testchars erstellt und dann dauert es übers Auktionshaus eine Stunde, dass ich mir da Gold rüberschiebe. Das Problem ist, innerhalb der Stunde sind die Items werden dann rausgekauft gewesen oder ausgelaufen. Und jetzt habe ich auf diesen anderen Servern noch Gold liegen, wo die Chars, Testchars sind, die ja nur 3 Stunden spielbar sind. Die lösche ich eigentlich dann immer wieder. Und ich muss mir unbedingt merken, dass ich das Gold
Gold, also die Charts mit dem Gold nicht löscht, ne? Das sind halt, weiß ich nicht, 100.000, dann nochmal knapp 200.000, also das sind 300.000 oder so. Wenn ich das dann lösche, das wäre eher ärgerlich, ja? Also auf den Servern, wenn man hat, auf jeden Fall auch nochmal schauen, vielleicht findet man da dann was, um das Gold loszuwerden. Sudala, als nächstes habe ich jetzt hier Lothar gescannt, da können wir es kurz machen, es sind nur 32 Items drin, also nicht sonderlich viel, das erste geht bei 69.000 los, kein Kommentar dazu, und ja, das kannst du alles knicken, das erste Removed haben wir hier drin, ah, ich sehe gerade, ich sollte vielleicht All the Things doch anmachen mit den Twinks, sonst sehe ich nicht, was Removed ist und was nicht Removed ist, aber mittlerweile kenne ich die Items, die sagen mir tatsächlich alle was, und ja. Da sehe ich ja, ne, was das für Items sind. Das sind alles aus dem aktuellen Raid. Und dementsprechend werden wir hier nichts kaufen. Und würde sagen, schauen wir auf den anderen Servern weiter, ob wir da noch was finden. So, Dola, ich habe ein bisschen weiter gelockt. Jetzt bin ich hier einmal auf Equin. Und ihr seht, hier sieht es echt richtig mau aus. Ist nicht mal die erste Seite belegt. Sind nur 13 Items drin. Und da geht es halt schon bei 68 los. Das sind halt alles aktuelle Raid-Items, wie ihr hier seht. Und die ersten, wo es dann interessant wird, hier diese Tunnelhacke. Die sind dann halt schon bei 300.000, also sprich, da werde ich tatsächlich nichts kaufen. Und dann habe ich noch parallel hier gescannt auf Erida. Und hier sind ein paar mehr Items drin, ihr seht 33, also ist jetzt so zwei Seiten knapp. Hier habe ich ein Item gefunden, wo ich ein bisschen überlegen bin. Das ist jetzt für 145.000 drin, Removed ist, eigentlich im Schnitt relativ günstig. Es gibt noch ein günstigeres auf einem anderen Server, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es wie das letzte Mal läuft, dass die Sachen auslaufen zwischendurch. Deswegen kaufe ich mir das jetzt hier. Ich könnte mir wahrscheinlich auf dem anderen Server noch ein bisschen Gold sparen, aber ich kaufe mir das jetzt hier einfach scheiß drauf. Dann habe ich das schon mal sicher. 145 ist für ein Removed, ist ein guter Preis, da kannst du nichts sagen. Und gut ist. Und gut ist. Ich bin jetzt schon fast am Überlegen, ob ich das für 60.000 hier noch kaufe aus Castle Nathria. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal liegen. Die werden sicher noch günstiger und ja, mal schauen. Sonst, der päpstliche Fez, ne, der wäre noch interessant, aber 1, irgendwas Millionen, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, jetzt nehmen wir das Ding mal raus und tragen das mit in die Liste ein. Kauft 145, 146 können wir es noch quasi ein bisschen aufrunden. Ist ja dann doch ein Ticken mehr. Warte, wo ist denn das Item jetzt? Schwelende Robe, das müsste die hier sein. Das sehen wir auch an dem Symbolchen. Und dann tragen wir jetzt hier 146 ein, weil wir es ja ein wenig aufrunden. Und dann schauen wir mal, genau. Dann sind wir jetzt bei ausgegeben 145. Also ihr seht das nochmal. 445 so rum. Gut, okay. Das waren jetzt insgesamt, wie viele Server waren wir? Das waren jetzt auf Blackmar, Antonidas, Lothar, Erida und Equin 5, ne? 1 für Server habe ich jetzt noch und dann müssen wir mit den Testchars ein wenig rumloggen. So, Dola, ich habe weiter gelockt auf Black Hand jetzt an der Stelle. Hier sind sehr viele Items drin, sind ja 93, aber da geht es halt bei 133.000 los, ne? Das sind alles irgendwelche Raid-Items und die ersten interessanten sind ja, das hat hier tatsächlich ein Remove, das ab 400.000, aber das ist mir ehrlich gesagt noch zu teuer. Und wenn wir hier runter gucken, wie viele Items hier drin sind. Removed ist echt krass. Das ist einer der krassesten Server, sehe ich gerade. Und vor allem, ich habe ja auch gerade gesehen, hier sind ein Haufen Sachen aus Nax noch drin, ne, aus dem alten Nax. Also wirklich einiges an Loot. Aber kostet alles eine halbe Million oder hier eine Million die Sachen. Also da wäre ich ziemlich schnell pleite, wenn ich mir das Ganze kaufen würde. Deswegen lassen wir das an der Stelle. Und ich habe jetzt noch einen weiteren Server auf Thrall noch was, beziehungsweise ich habe schon einige Sachen auf allen möglichen Servern jetzt rausgesucht, die noch halbwegs günstig sind und da werden wir uns halt ein paar Testcharts dann erstellen. So, Dola, jetzt sind wir auf dem letzten Server und zwar auf Thrall. Hier habe ich jetzt auch noch ein paar Max-Level-Chars und dementsprechend können wir uns auch Items aus Shadowlands kaufen, da wir die hier schön lernen können. Hier sind insgesamt 46 Items drin. Und eins ist mir gleich aufgefallen für 20.000, da schlagen wir natürlich sofort zu. Das ist einmal eine Hose aus einem der Raids. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, welches genau war. Also, wir haben hier eine Hose aus dem Mausoleum der ersten im NHC. Einmal für Leder und die hat jetzt knappe 20.000 gekostet. Ich würde sagen, das runden wir ab, oder? Vorher haben wir 1-2 Items aufgerundet. Und das Ding können wir jetzt einmal auf 20.000 abrunden.
Damit sind wir jetzt insgesamt auf 465.000, was wir rausgehauen haben. Die anderen Sachen, naja, alles nichts Besonderes, nichts Removedes, keine World Drops, nee. Das erste wäre jetzt hier das hier, ein Crafted Item für knappe 300k. Ja, ich glaube, da können wir es gut sein lassen. Die würde ich schon auch noch dringend brauchen, ne? Hier, das ist sogar aus einer Kiste für einmal 8 Millionen, das kannst du halt ingame theoretisch noch farmen. Die Leute sind verrückt. Naja, gut. So, jetzt haben wir die Server durch. Jetzt werde ich mir noch ein paar Testcharts erstellen auf dem einen oder anderen Server, da noch was suchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich gesehen gehabt, ich habe hier mit einem Dritt- oder Vierter-Account, ich weiß gar nicht, welcher es von denen ist, auf Nemesis noch einen Testchar gehabt. Und ja, einmal gescannt, aber das kannst du vergessen, hier ist halt auch nichts Tolles drin. Da wäre das erste Removed bei 235, Das ist halt auch diese World Drops mit diesen Lockboxen, ne? Weiß ich nicht. Lacht mich jetzt ehrlich gesagt eher nicht an. Gut, nach einem längeren Wartezeit habe ich jetzt hier mein Gold erhalten auf dem nächsten Server. Da habe ich jetzt wieder nur so einen Testchar. Und dort haben wir jetzt einmal 275.000 rüber gebastelt plus 14.000 irgendwas Cut. Heißt, wir haben 290k haben wir etwa gezahlt. Ich musste hier ein bisschen improvisieren, ihr seht 400 mal 700 irgendwas, weil ich keine Items zum Server switchen gefunden habe. Und ja, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Blöderweise ist zwischenzeitlich hier ein bisschen was abgelaufen, was ich eigentlich haben wollte. Und zwar, das Item, seht ihr, einen World Drop aus Wattle für 40k ist halt richtig günstig, also den kaufen wir uns auf jeden Fall schon mal. Und dann war hier nochmal ein anderer World Drop drin, aber der ist mittlerweile leider raus, für auch relativ wenig. Aber diese Hosen, die sind zwar ein gutes Stück, also gut, was heißt ein gutes Stück? Es sind 13k über dem, was ich eigentlich so als Maximum habe. Aber ich habe das mal nachgeguckt und die sind hier deutlich am günstigsten, ne? Weltweit. Die anderen, danach geht es mit 700.000 weiter. Also ich werde mir die jetzt einfach kaufen, ja, für 200 irgendwas K. Jetzt habe ich hier noch 30.000 über. Na gut, die Handschuhe wären cool, aber das ist halt blöderweise ein Stufe 60 Item, ne? Also ist leider RIP. Da muss ich mal gucken, was ich mit dem Gold dann noch mache. Aber die zwei Sachen haben wir schon mal. Ein Stoff und ein Dolch. Und dann würde ich sagen, tragen wir die in die Liste mit ein. Und den Dolch kann ich eigentlich direkt lernen. Also 40k für den Dolch ist halt einfach richtig tippitoppi. Also da kannst du ja gar nichts sagen. Da kann ich gar nichts sagen. So, also den Dolch tragen wir ein für 14. Und dann tragen wir die Hose ein mit 213. Und dann habe ich jetzt aber noch 14.000 Gebühr gezahlt. Oder 15.000, wenn wir es aufrunden. Ne? Gebühr gezahlt zum Rüberdingsen auf Kasak. Und dann sind wir overall aktuell mit den zwei Items plus quasi das Kasak-Ding einmal jetzt auf 707.000. Ich habe aber noch ein paar andere Server. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Alakia, Arthas, Twisting Nether, wann die Sachen da ankommen. Das dauert halt dann auch immer eine Stunde. Und ich hoffe, dass da mir nicht auch wieder Items ablaufen. Jetzt muss ich noch gucken, ob ich hier noch einen Stoffchar habe. Aber da logge ich lieber nochmal aus und schaue, oder? Weil ich habe jetzt hier mein Dings-Addon ausgemacht. Bei, ich glaube schon, dass ich hier noch einen habe. Taylor Stoff. Ich hoffe, das ist der richtige Char, sonst verliere ich jetzt gleich eine Hose für 200.000 Gold. Schauen wir mal. Wird schon klappen. Und dann schreibe ich mir jetzt wieder auf, dass ich hier auf Kasak nochmal 30.000 habe. Dass ich den Char am besten nicht lösche. Nicht, dass wir das wieder aus den Räder kommt. Ist echt schade, ne? Da war noch ein anderer World Drop drin, auch für relativ wenig. Wahrscheinlich für die 30k, die da jetzt über sind, oder ich habe mich grob verrechnet. Der ist aber leider weggekauft oder ausgelaufen in der Stunde. Ja gut, passiert. Zumindest haben wir zwei Items gekriegt. Und dann schauen wir mal auf die nächsten Server. So, wieder ein paar Minuten später haben wir einmal Post auf dem nächsten Server. Ich habe hier einen Char auf dem Server Alakir. Und hier haben wir zwei Mail-Sachen drin. Einmal 190.000, 10k Gebühr, das müssen wir uns schon mal merken. Und dann noch 219.000, 11.000, fast 12.000 Gebühr. Dann tragen wir jetzt schon mal die Gebühr ein. Alakia. Dann sagen wir mal 22, dass wir das auf jeden Fall auch schon mal drin haben, ne?
dass ich das nicht vergesse. Und jetzt haben wir hier noch 409k. Hier sind ein paar ganz interessante Items drin. Und zwar habe ich hier einen Remove-das-Teil einmal für knappe 50k drin. Das kaufen wir uns natürlich sofort raus. Das ist eine Waffe. Dann haben wir hier noch ein Remove-das-Item für 65 bzw. dann 66k drin. Dann haben wir noch einen World Drop für 90k drin. Den kaufen wir uns auch noch. Und dann habe ich jetzt noch knappe 200k und da wollte ich hier die Taille haben für fast genau 200.000. Also das sind die vier Items. 3k haben wir noch über. Die werde ich vielleicht danach noch veräußern. Mal gucken, was wir damit machen. Oder ich kaufe mir Pets oder so, dass wir den Char wieder löschen können. So, ich habe jetzt hier einen Plattenchar. Heißt, das dürfen wir auf keinen Fall lernen. Das auch nicht. Und die beiden können wir jetzt schon mal anlegen. Also, das machen wir jetzt einmal. Ach stimmt, der hat gar keine Waffe mehr. Ich musste, dass ich mit dem quasi diese ganzen Teile kaufen konnte. Wirklich alles verkaufen für die Einstellgebühr. Das war ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Dann die Armbrust können wir auch lernen. Wunderbar. Und für die anderen muss ich mir dann einen Stoff-Char machen. Also, jetzt tun wir die noch eintragen. Das Item hier ist ein World Drop und das haben wir gekauft für 90.000. Ne? Da runden wir mal das eine Gold auf. Dann haben wir die Armbrust gekauft für 50k. Da runden wir auch großzügig das eine Gold auf. Dann haben wir die Taille. Das war ein removedes Stoff-Item. Das kann man, glaube ich, damals auch craften, seht ihr, hergestellt ist. Runden wir auch das eine Gold auf die 200.000 auf. Und die Hose, da runden wir auch das eine Gold auf die 66.000 Gold auf. Wie ist jetzt hier das Format nicht so ganz? Mal kurz was ändern. So, tragen wir es nochmal ein. 66k. So, gut, da muss ich mir jetzt hier gleich nochmal einen Stoffchar machen, ne, dass ich das lernen kann. Ich hoffe, ich habe noch genug quasi von den Testchars. Du hast ja ein wöchentliches Cap von 8. Dass ich dann nicht auf nächste Woche warten muss, sonst vergesse ich das wieder. Okay, wir haben jetzt hier ausgegeben 90, 50, 200 und 66k plus die 22, die wir für den Server-Switch gezahlt haben. Overall sind wir jetzt auf 1.135.000. Es ist aber noch nicht zu Ende, ich habe noch zwei Server und da werden wir danach gleich mal gucken, was wir da noch ergattern können. Das Gute ist, hier auf Alakir ist kein Item ausgelaufen oder wurde mir weggekauft. Dementsprechend konnten wir hier tatsächlich alles holen. Was wir jetzt vielleicht noch machen können, dass wir den Char dann wieder gelöscht kriegen, dass wir uns einfach ein Pet kaufen. Jetzt habe ich gerade hier die Problematik, ich habe TSM nicht an und sehe nicht, wie die viel die wert sind. Heißt, das mache ich nachher einfach so, wenn ich mir den Stoffchar erstellt habe und kaufe das. Ich denke mal, so interessant ist das für euch nicht. Da muss ich nämlich TSM jetzt extra noch anschalten. Ich glaube, dann sparen wir uns das. Juti, wir sind auf dem nächsten Server und zwar hier auf Arthas. Das Problem ist, das, was ich mir kaufen wollte, ist leider jetzt mittlerweile raus aus der Geschichte. Jetzt habe ich mir hier das Gold rüber gebastelt. Einmal hier 182k, 9k, irgendwas haben wir Gebühr, also 10k können wir uns schon mal merken. Und was haben wir hier noch? 61k, nochmal 3k irgendwas. Also können wir hier schon mal auf Arthas 13k Gebühr eintragen, dass das nicht unberücksichtigt bleibt. Tragen wir das ein, 13k. Und jetzt habe ich auf dem Chart 244.000. Das Problem ist, die Items, die ich mir kaufen wollte, sind leider rausgeflogen mittlerweile. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache. Könnt mir das Schwert dann kaufen, wenn ich mir noch ein bisschen was rüberschicke. Jetzt schauen wir mal, wie lange das noch drin ist. Weil das war eigentlich auch ein Item, was prinzipiell interessant ist. Ja, das ist auch nur noch kurz drin, das werde ich auch nicht kriegen. Ja, schöne Scheiße. Jetzt habe ich auf dem Server hier 44k und die Sachen sind ausgelaufen. Belastend. Belastend. Also da müssen wir dann nochmal gucken. Ich könnte natürlich hier schnorren gehen. Aber das bringt wahrscheinlich auch nichts. Vielleicht muss ich dann die Tage hier nochmal gucken. Also das war leider eine Nullnummer, aber so läuft es halt oftmals. Ne? Du bastest dir Gold rüber und dann läuft es zwischendrin aus, die Items, oder werden rausgekauft und schaust du mit dem Ofenrohr ins Gebirge leider. Ja gut, okay, dann habe ich aber noch einen Server und mal gucken, der ist jetzt auch in einer halben Stunde oder so ready. Vielleicht können wir uns da dann noch was kaufen. Schauen wir da mal. Sudala, jetzt sind wir auf dem letzten Char. Ich muss nochmal ganz schnell gucken, auf was für ein Server das war. Ich glaube, Twisting Netter, genau. Hier wollte ich auch nochmal zwei Teile kaufen.
Auch hier haben wir ein ähnliches Problem. Zwischenzeitlich ist ein bisschen was ausgelaufen. Und zwar haben wir hier einmal, was ist denn das? Das ist eine Taille. Und die war vorhin noch zweimal drin, ne? Aus dem Grabmal, einmal aus dem HC und einmal aus dem NHC. Die kann ich ja beide brauchen. Blöderweise ist die NHC anscheinend ausgelaufen oder gekauft worden, I don't know. Und jetzt kann ich quasi nur noch eine einmal kaufen. Es gibt zwar hier noch ein anderes Item, aber das ist ein Ticken teurer. Die waren halt beide für 41k drin. Und ich habe mir hier halt Gold drüber gebastelt. 80k genau, dass ich beide kaufen konnte. 2k habe ich nämlich hier noch. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen belastend. Aber wir können das schon mal rausnehmen. 4000 irgendwas können wir jetzt schon mal als quasi Gebühr eintragen zum Rüberbasteln. So, das mal Twisting Nether. 1000. Und dann kaufen wir uns jetzt halt noch das eine Item. Das hier, das Plattenteil. Und dann ist jetzt halt noch 41k über, ne? Belastend. Gut, das packen wir jetzt mal raus. Das können wir dann auch noch in die Liste eintragen. Das hat jetzt 41.000 ein paar Zerquetschte gekostet. Und ja, diesmal hatte ich leider wieder sehr viel Pech, ne? Es ist einiges übergeblieben. Alleine bei dem einen habe ich ja noch 200k, die ich jetzt nicht verwenden konnte. Und ja, das ist halt alles ein bisschen blöd. Alles ein bisschen blöd. So, jetzt zeige ich euch zum Abschluss noch die Liste. Also wir hatten jetzt hier noch 4k von Twisting Nether. Und 41.000 jetzt für den Gürtel, ne? Und ja, auf ein paar Servern auf Kasachstan jetzt noch 30k rumliegen, das kann ich jetzt mal rausnehmen. Und 244k, die wollte ich eigentlich nur auf Arthas verwenden, also knappe 300k wären da jetzt noch drauf gekommen. Die Sachen sind leider weg, aber gut. Wir haben auf jeden Fall über 1 Million ausgegeben, haben einige Items gekriegt. Einige waren echt Schnapper, teilweise Removed oder World Drops für 20k gekriegt, da kannst du echt nichts sagen. Oder auch für 100k sind solche Items echt top. Also da haben wir ein paar gute Schüsse gemacht. Und ja, damit sind wir tatsächlich durch mit dem kleinen Waste-Video. Es wird jetzt auch das letzte vor wirklich Dragonflight Release sein. Wahrscheinlich werde ich jetzt am Anfang der Expansion tatsächlich nicht sonderlich viele Waste-Videos mehr machen. Da gibt es jetzt einen Haufen anderen Content, den ich erledigen will. Heißt, da wird es jetzt eine Weile nichts geben. Aber ich denke mal, wenn sich so der Anfangstrubel der Expansion gelegt hat, dann werden wir wieder ein bisschen shoppen gehen. Und ja, da sehen wir uns hoffentlich wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.